Master Yi, der Wuju-Schwertkämpfer. Mit Hilfe der uralten Kampfkunst des Wuju hat Master Yi seinen Körper gestählt und seinen Verstand geschärft, bis Gedanke und Bewegung eins wurden. Auch wenn er die Anwendung von Gewalt als letzten Ausweg wählt, stellen die Anmut und die Geschwindigkeit, mit der er seine Klinge schwingt, sicher, dass die Lösung stets zügig erfolgt. Als letzter Praktizierender des Wuju hat Master Yi sein Leben der Suche nach fähigen Schülern gewidmet, welche das Vermächtnis seines verlorenen Volkes weitertragen sollen. Noch bevor Yi ein Meister des Wuju wurde, zählte er zu den begabtesten Praktizierenden dieser geheimnisvollen Kampfkunst. Schon bald stellte er seine Meisterschaft unter Beweis, als sein entlegenes Dorf die Nachricht über eine gewaltige noxianische Invasion erreichte. Yi fegte über die Schlachtfelder Ionias und schlug die Woge der mächtigen Infanterie von Noxus mit schnellen und tödlichen Schlägen zurück, was das Oberkommando von Noxus tief beschämte. Als sie erkannten, welche Gefahr die Jünger des Wuju für ihre Invasion darstellten, entschlossen sich die Noxia, einen albtraumhaften chemischen Angriff über die Heimat der tödlichen Kunst zu entfesseln. All jene, die irgendwie das giftige Machwerk überlebt hatten, waren unwiederbringlich dem Wahnsinn anheimgefallen. Yis Heimat war in Trümmern zurückgelassen worden. Als der Krieg beendet war, kehrte Yi zu den grotesken Überresten seines Dorfs zurück. Dort wurde er zum letzten Opfer des Angriffs. Nachdem, wenn nicht sein Körper, so doch seine Seele erheblichen Schaden genommen hatte, klammerte Yi sich an das einzige Gefühl, das noch in seinem Herzen war: Rache. Allein von dem Verlangen, all jene zu bestrafen, die seine Heimat zerstört hatten, angetrieben, verbrachte Yi viele Jahre damit, in völliger Abgeschiedenheit zu trainieren. Er wurde ein noch tödlicherer Kämpfer als je zuvor. Doch die wahre Meisterschaft des Wuju blieb ihm noch immer versagt. Als Yis Frustration ihren Höhepunkt erreicht hatte, unterbrach ein Affe mit ungewöhnlich edlem Auftreten seine Übungseinheit. Er stand aufrecht und so groß wie ein Mensch da, beobachtete Yi und ahmte seine Bewegungen nach. Yi scheuchte den Affen fort, doch das flinke Wesen hatte großen Spaß daran, Yis eigene Techniken gegen ihn einzusetzen. Allmählich spürte Yi, wie sein Ärger nachließ, während er sich mit dem verspielten Tier balgte. Und als die Last des Hasses vollends verflogen war, konnte er den Affen bei seinem Schwanz packen. Yi verstand in diesem Moment, dass er nie ein Meister des Wuju werden könnte, solange er die Kampfkunst aus Rache betrieb. Und als er den Affen freiließ, trennte er sich auch von seinem Verlangen, das Blut seines Feindes zu vergießen. Yi dankte dem Affen dafür, dass er ihm gezeigt hatte, wofür er die ganzen Jahre blind gewesen war, und war überrascht, als das Geschöpf ihm daraufhin antwortete. Er wünschte sich, Yis Kunst des Kämpfens zu erlernen. Das war eine eigenartige Bitte, doch dadurch sah Yi einen neuen Weg vor sich liegen. Der Weg, das Andenken an sein verlorenes Volk zu ehren, bestand darin, dessen Lehren an eine neue Generation weiterzugeben. Die Schneide der schärfsten Klinge kann es nicht mit der Ruhe des friedvollen Geistes aufnehmen.